herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo und zu einem weiteren Video Geschichten zum Berichten. Ja, heute möchte ich euch über das Thema bei uns zu Hause ins Koffer packen etwas erzählen. Da gibt es so viele lustige Geschichten. Und ich fange jetzt einfach mal damit an. Ich habe früher immer die Angst gehabt, dass ich irgendwas zu Hause vergesse. Und deswegen wir haben auch heutzutage immer so ungefähr eine Woche Urlaub. Und früher sind wir auch mal verreist ins Montafon, nach Italien. Die Geschichte könnte ich euch auch erzählen, aber die ist nicht unbedingt so eine Happy Ends Geschichte. dann waren wir auch mal in Österreich und ja, wir waren auf jeden Fall ja halt in der Gegend, nicht in der näheren Gegend, aber halt immer irgendwie so hier. Wir waren auch mal in Köln bei Verwandten. Hallo übrigens an dieser Stelle, falls ihr das Video seht. Und ja, die Geschichte könnte ich euch auch mal erzählen und gut. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal die Geschichte, wie wir Koffer gepackt haben oder besser gesagt, wie ich immer gepackt habe. Und zwar war es bei mir immer so, ich habe ja unglaublich viele Plüschtiere. Also man kann sich nicht vorstellen, wie viele Plüschtiere ein Mensch besitzen kann. Ja gut, so viele sind es jetzt auch nicht, weil jetzt stellen sich wahrscheinlich die meisten so Zimmerdecken voll hoch mit Plüschtieren vor. Aber so viele Plüschtiere waren es da jetzt auch nicht. Aber ich hatte immer so, ja, ungefähr einen ganzen Menschenkörper mit Plüschtieren. So von der Menge her. Oh Gott, das ist eine Angabe. Auf jeden Fall war es dann immer so, dass ich immer alle Plüschtiere gleich gern hatte. Gut, ein paar mehr, ein paar noch mehr. Und die mussten natürlich alle mit, weil ohne meine Plüschtiere kann ich ja nicht schlafen. Und ich erzähle euch jetzt auf jeden Fall mal erstmal, wie ich damals für Italien gepackt habe, weil da hatten wir dieses wirklich coole Halbzelt. Das hat meine Mutter dann eingepackt. Und das Halbzelt war auch nötig, weil da habe ich dann meine Plüschtiere drin gelagert. Wir hatten da so einen kleinen Balkon und da stand dann das Halbzelt. Und wir hatten Glück, dass es in dieser Woche nicht geregnet hat. Und auf jeden Fall stand dann in diesem Halbzelt, waren dann meine ganzen Plüschtiere. Und dann war es auf jeden Fall immer so, dass meine Mutter, die wusste ja schon, dass ich dazu neige, viel zu viel einzupacken. Und dann hat sie mir immer eine Kiste gegeben. So, ja, so ungefähr so. Also, ich würde sagen, so ein Obstkorbgröße von der Größe. Dann halt noch so ungefähr von der Höhe wie so ein Badhocker. Ja, das ist jetzt eine doofe Angabe, weil ja meistens jeder andere Größen hat bei Badhockern. Aber okay, jetzt kann man sich ein bisschen was vorstellen. Und in diese Kiste habe ich dann immer meine Plüschtiere reinsortiert. Und wenn ich dann fertig war mit meinen Plüschtieren, dann mussten natürlich auch alle meine Barbies mit. Also brauchte ich nochmal eine Kiste, in die habe ich dann die Barbie-Puppen gestopft. Dann habe ich noch eine Kiste gebraucht für die Puppen. Also, weil man muss es ja alles fein säuberlich getrennt haben. Dann brauchte ich noch eine Kiste für die Elektronik dann später. Und ja. Und dann war ich für mich immer so fertig mit dem Koffer packen und hatte dann so schon 4 Kisten. Und dann hatte ich aber eigentlich noch gar nichts zum Anziehen. Und im Prinzip war es mir dann auch immer ganz egal, was meine Mutter mir eingepackt hat. Weil egal, was sie eingepackt hat, wenn wir dann dort waren, war bestimmt das, was ich wollte, nicht dabei. Das war so typische Elena, eine typische Elena. Da war so dieses, pack halt ein, was du willst, ist mir doch egal. Und dann, wenn wir dann dort sind, fällt mir ein, ich hätte jetzt gerne unbedingt diesen grünen Flauschpulli, den ich so gerne habe. Und der war dann bestimmt nicht mit im Koffer. Ja, und dann habe ich beim nächsten Mal einen viel größeren Kleiderkoffer gebraucht, weil man muss ja den grünen Flauschpullover mitnehmen. Weil was, wenn man dann jetzt doch wieder was anderes anziehen will? Da habe ich das, was ich beim letzten Urlaub eingepackt habe, eingepackt. Und dann nochmal was, was ich zusätzlich eingepackt habe. Dann hatte ich ja auch noch 2 Koffer. Und wir wollen an dieser Stelle mal heldenhaft einen Applaus loslassen für meinen Vater, der all diese Sachen getragen hat, ohne jemals zu murren. Und das war nicht wenig, was der getragen hat. Wir hatten wirklich für eine Woche Urlaub immer einen ganzen Kofferraum voll. Und wir haben meistens so Ford Mondeos gefahren. Also es war wirklich so ein großer Kofferraum.
Also, wir hatten wirklich gigantische Kofferräume und die waren immer voll. Und sogar meistens noch so voll, dass ich meistens noch neben mir auf dem Platz, also auf meinem Nachbarplatz, auf der Rückbank, nochmal irgendwelches Gepäck hatte. Und ich möchte nochmal festhalten, wir sind nicht einen Monat verreist, es war alles für eine Woche Gepäck. Und ja. Gut, dann erzähle ich euch jetzt einfach heute nicht nur vom Gepäck, wie ich das Gepäck gepackt habe, sondern erzähle ich euch von meinem Italienurlaub. Gut, dann machen wir das jetzt so, weil sonst ist irgendwie das zu wenig Inhalt. Gut, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann in Italien angekommen und das Hotel war ja wirklich der Wahnsinn. Also das war so, also man muss sich vorstellen, so mehrere Hügel und dann waren da so Bungalows oder ja, so kleine Häuschen mit so Terrassen und total viele Palmen. Wachsen in Italien Palmen? Auf jeden Fall mit Bäumen. Ich will jetzt mal nicht mich auf Palmen fixieren, das waren Bäume. Und ja. Und dann war da diese Anmeldung vom Hotel. Und da war wie so ein kleines Einkaufszentrum drumherum, wo es ein kleines Restaurant gab, wo man essen konnte. Ich weiß nicht mehr, wie das Essen war. Tut mir leid, es ist ein bisschen zu lange her. Und dann war da auf jeden Fall auch noch dieses, ja, dieses kleine Einkaufsding, wo man sich so kleine Sachen kaufen konnte, wie Kaugummis und sowas. Und dann war noch irgendwas, aber da bin ich nie hingegangen. Also kann ich euch nicht so genau sagen, was es war. Und es ist auch schon echt lang her, dass ich in Italien war. Und dann gab es auf jeden Fall direkt so die Straße gegenüber von diesem Anmeldungsding, war dann dieses riesengroße Poolbereich-Ding. Und ja, dann gab es auch viele Animateure, die total viele lustige Sachen gemacht haben. Und da war ich auch meistens dabei und habe da auch wirklich mitgemacht. Damals war ich noch sozial. Es gab Zeiten, wo ich noch ein Sozialleben hatte. Man glaubt es kaum. Ja, auf jeden Fall war dann auch so, dass ich mich sehr schnell in meiner Kindheit hatte ich nie Probleme, irgendwelche Freunde zu finden. Praktisch, ich bin irgendwo hingestanden, 5 Minuten später hatte ich Freunde gefühlt. Und das war dann auch so in Italien. Und dann war da eben auf jeden Fall dieses Geschwisterpaar. Dann war da noch ein Mädchen und noch ein Mädchen und noch zwei Kerle. Und ja, jetzt kommen wir mal zu dem Teil, wieso ich gesagt habe, der Italienurlaub war nicht so doll. Ich kann euch jetzt nur Folgendes erzählen, weil ich erinnere mich an nicht viel davon, aber daran erinnere ich mich noch. Ich war dann auf jeden Fall, eines Abends fand es einer dieser Jungs total witzig, meine Lieblingspuppe auf einen Baum hochzuschmeißen. Und ich fand das überhaupt nicht witzig. Und ich habe dann auch geplärrt wie sonst was. Und habe den dann auch angeschrien, er möge mir jetzt meine Puppe zurückgeben. Und irgendwann ist er dann auf den Baum hochgeklettert und hat mir die Puppe zurückgegeben. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich dann schon so sauer und wütend, dass ich dem eine gescheuert habe. Mit aller Kraft, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Das war nicht wenig. Es hat wirklich geklatscht, das möchte ich nur festhalten. Wobei Gewalt nie eine Lösung ist. Und ich hatte damals dann auch furchtbar schlechtes Gewissen, dass ich dem eine geschallert habe, aber er hat es verdient gehabt. Ich habe mich dann bei ihm auch entschuldigt und er war so ein kleines Weichei. Entschuldigt, dass ich das jetzt so sage, aber es ist so. Der hat mir dann den ganzen Urlaub, war der stinksauer auf mich, weil ich ihm eine geschallert habe, obwohl er sie verdient hat. Ja. Das wollte ich jetzt nur erzählt haben. Und was wir auch noch in Italien gemacht haben, war, wir waren im Ölmuseum. Das war so ein Museum, wo auch so ein riesengroßer Ölladen dabei war. Und da gab es dann auch wie Öl hergestellt wird, so eine kleine Führung. Und dann sind wir da durch und das war alles super interessant und super toll. Und irgendwann war da dieser etwas dunklere Bereich, dieser etwas kellerartige Bereich. Und in diesem kellerartigen Bereich stehen, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es Wachsfiguren oder Schaufensterpuppen oder was auch immer war. Aber dann standen da wie aus dem Nichts
so Puppen. Und zwar große, gruselige Puppen, die angezogen war, auch noch voll gruselig. Ich habe mich dann damals so erschrocken, dass ich dann weggerannt bin und dabei bin ich gestolpert und habe mir das Knie aufgeschürft. Und danach habe ich offiziell eine Wachsfigurenphobie entwickelt. Also ich kann Wachsfiguren nicht leiden. Ich habe da bis heute Angst davor. Ja, seht ihr, so habt ihr auch mal wieder was über mich erfahren. Ich bin jemand, ich habe eine furchtbare Wachsfigurenallergie und, ja gut, Allergie nicht, aber Phobie. Und ich habe mal einem Jungen eine geschallert wegen einer Puppe. Ja, wieder was dazugelernt. Gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt dann auf jeden Fall auch noch zu dem Thema das Essen. Wir waren dann auch oft essen und ich habe eben den Kindern und allen möglichen Leuten halt die Geschichten erzählt, die ich so erzählt habe. Und irgendwann war dann so eine Frau, die zu meinen Eltern gegangen ist und gesagt haben, sie sollen mir doch sagen, ich soll nicht so grauenhafte Lügengeschichten erzählen. Wobei ich immer die Wahrheit erzählt habe. Aber für sie war das irgendwie nicht vorstellbar, dass wirklich sowas Kindern oder Menschen passieren kann. Weil damals habe ich noch mehr über meine Vergangenheit geredet. Weil damals war sie ja noch nicht so lange her wie heutzutage. Ja, gut. Ich würde sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu unserem Querdenker-Quiz. Und schauen wir mal, was wir heute für eine Karte kriegen. Und wie immer bitten wir darum, dass es nicht mit viel Text ist. Und wir haben mal wieder Pech. Also. Humor 1. Einfach mal querblödeln. Ergänze, wenn jeden Tag ein Geschenk. Ah, warte, die hatten wir schon. Gut, entschuldigt. Wir nehmen die nächste. Und wir haben noch weniger Glück. Autsch. Also, Sherlock. Sherlock Holmes besuchte die düstere Psychiatrie von Balmoral. Wie immer begleitet ihn Dr. Watson. Diese medizinische Vorbild, dessen, nein, dieser medizinische Vorbildung, fragte der Doktor neugierig, wie man den Geisteszustand eines Patienten überprüft. Nur wir machen verschiedene Tests. Ich zeige Ihnen einen einfachen. Die beiden folgen dem Professor in das Badezimmer. Wir füllen die Badewanne mit Wasser. Haben Sie die Wahl? Eine Gabel, eine Glasvase oder ein Bottich? Womit wollen Sie die volle Wanne leeren? Kein Zweifel, ein psychisch gesunder Mensch entscheidet sich für den Bottich, antwortet Dr. Watson, ohne zu zögern. Sherlock runzelt nur die Augenbrauen. Ja, ich auch, weil ich weiß, dass auf jeden Fall bei dieser ganzen Geschichte wieder mal eine totale Schwachsinn rauskommt und ich würde einfach mal den Stopfen ziehen. Dann ist das Wasser auch weg. Okay, aber das ist nicht der Zweck der Aufgabe. Also wie immer zeige ich euch hier die Frage. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns wieder am Freitag. Dann erzähle ich euch eine nettere Geschichte als die von Italien, wo ich einmal eine geschallert habe. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr für schöne Urlaubserinnerungen habt. Okay, das klingt jetzt ein bisschen fies. Oder was ihr für furchtbare Urlaubserinnerungen habt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die welt.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, tschüss!